Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, dessen Herz weit für uns offen steht, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Geschätzte Gläubige, ich begrüße euch zu unserer heiligen Messe. Feiern heute den Herz Jesu Freitag. Wir werden hören, dass Gott immer wieder Neues macht. Je mehr wir uns an ihn richten, umso mehr werden wir in seine Lebendigkeit genommen, eine Lebendigkeit des Geistes, des Herzens. Wir sind hier zur Messe gekommen und wir wollen jedes Mal gewandelt wieder hinausgehen, gestärkt, angetrieben vom Geist. Dafür wollen wir sein Erbarmen anrufen. Herr Jesus Christus, du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du bist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du stiftest Frieden und führst zum Vater. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Wir bitten dich, Herr unser Gott, bilde unser Herz nach dem Herzen deines Sohnes und wecke in uns die Kraft der Liebe, damit wir ihm gleichförmig werden und die Erlösung empfangen, die er uns für immer erworben hat, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes. Der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Jesu Herz, dir gilt mein Hoffen, in des Lebens Angst und Not, voll Erbarmen stehst du offen, allen Widerfall bedroht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten zu Jesus: Die Jünger des Johannes fasten und beten viel, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger aber essen und trinken. Jesus erwiderte ihnen: Könnt ihr denn die Hochzeitsgäste fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein. In jenen Tagen werden sie fasten. Und er erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid. Denn das neue Kleid wäre zerschnitten und zu dem alten Kleid würde das Stück von dem neuen nicht passen. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein zerreißt die Schläuche, er läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen, und niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen, denn er sagt, der alte Wein ist besser. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, wir hören heute, dass mit Jesus das Neue in die Welt gekommen ist. Wir haben schon in der Lesung gehört, er ist der Anfang vor der Schöpfung. Er ist der Sohn Gottes. Dass Gott selbst in die Welt kommt als Mensch, das ist das Neue. Und damit beginnt die neue Schöpfung. Er wird auch der neue Adam genannt. Der Mensch davor ist der alte Mensch, der noch in diesem Gottmisstrauen lebt, in der Abwendung von Gott. Der Mensch, der mit Jesus mitgeht, ist der neue Mensch, der wieder in der Gottausrichtung lebt. Und so auch diese Worte von heute. Zum einen sagt er, und das verstehen wir alle, bei einer Hochzeit fasten, das wäre es komisch. Das geht nicht. Jesus ist der göttliche Bräutigam, Gott selbst, der sich mit der Menschheit vermählt. Das heißt, wo er hinkommt, dort ist Freude, Hochzeitsfreude. Der ganze Himmel wird beschrieben als himmlisches Hochzeitsfest dann einmal. Aber er sagt auch gleich dazu, es wären noch Tage kommen, wo es schon ausschaut, als ob er nicht da wäre. Wo auch wir Hunger leiden in dieser Welt, vor allem den Hunger an Liebe, wo wir auch das Kreuz spüren, wie es er selbst dann auf sich genommen hat. Da sollen wir uns nicht schrecken lassen. Das Wesentliche ist, dass mit ihm das Neue schon gekommen ist. Auch die zwei Bilder mit dem Gewand, ist uns klar, ein neues Gewand, das tut man nichts auf ein altes drauf. Mit Jesus haben wir das Gewand vor uns, so können wir sein als neue Menschen. Und Jesus ist der neue Wein. Seine Liebe, die aus seinem Herzen quillt, ist dieser neue Wein und der ist besser als der alte. Nur gibt es eben diese Gewohnheit der Menschen, lieber beim Gewohnten bleiben, als wie was Neues ausprobieren. Es wäre aber in dem Fall das Verkehrte. Wir wollen uns heute einfach mitnehmen. Wir wollen das Gewand anziehen, das Jesus uns gibt. Das Gewand der Gotteskindschaft, dass wir geliebte Kinder Gottes sind.
und uns so verhalten. Und wir wollen den Wein trinken, den Jesus uns reicht. Das ist die göttliche, die barmherzige Liebe, die aus seinem Herzen quillt. Dann werden wir neue Schöpfung sein, immer mehr. Wir wollen Jesus bitten, der uns einlädt, das Alte zu wahren und das Neue im Leben zuzulassen. Durch ihn bitten wir den Vater, erneuere die Welt durch deinen Geist. Erneuere die Welt durch deinen Geist. Guter Gott, sende der Kirche deinen Geist und hilf ihr, in der Tradition verwurzelt neue Wege zu suchen und zu gestalten. Erneuere die Welt durch deinen Geist. Erfülle die Herzen der Menschen, die auf der Suche sind, mit Vertrauen und Hoffnung. Erneuere die Welt durch deinen Geist. Sei den Menschen nahe, die eine wichtige Entscheidung fällen müssen. Erneuere die Welt durch deinen Geist. Stärke mit deinem Geist der Zuversicht alle, die krank sind an Seele und Leib. Erneuere die Welt durch deinen Geist. Schenke den Verstorbenen das Leben und den Frieden in deinem himmlischen Reich. Erneuere die Welt durch deinen Geist. Wir wollen in die heutige Messe besonders einschließen. Brigitte Schmalz und Kinder für verstorbenen Gatten und Vater, Maria Bindreiter für verstorbene Baumgartner Oma. Erneuere die Welt durch deinen Geist. Herr unser Gott, von Anbeginn erneuerst du mit dem Atem deines Geistes die Welt und unser Leben. Erhöre unsere Bitten durch Christus unseren Herrn. Dir gilt mein Leben, dir, dem Liebsten, Heiland mein. Lass mich nie mehr dich betrüben, gib ein Herz mir Sünde nein. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Barmherziger Gott, in deiner übergroßen Liebe, mit der du uns liebst, hast du deinen Sohn zu uns gesandt. Nimm uns auf in sein Opfer, damit dir unser ganzes Leben wohlgefällt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben, durch unseren Herrn Jesus Christus. Am Kreuz erhöht hat er sich für uns dahingegeben aus unendlicher Liebe und alle an sich gezogen. Aus seiner geöffneten Seite strömen Blut und Wasser, aus seinem durchbohrten Herzen
entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten,
mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Die Hochzeitsgäste können nicht fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist.
der heiligen Kommunion empfangen wir das Hochzeitsgewand und den Wein der göttlichen Liebe. So spricht der Herr, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Singen wir zum Dank. Stets bist du
Lasset uns beten. Gütiger Gott, wir haben das Sakrament deiner Liebe empfangen. Gib, dass wir in diesem Leben Christus immer ähnlicher werden, damit wir auch an seiner Herrlichkeit Anteil erhalten. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Noch zwei Informationen. Heute Abend wird die Nachtwache um 19.45 Uhr sein für Herrn Johann Raab. Morgen ist das Begräbnis um 10 Uhr. Die Frühmesse morgen wird auch gefeiert. Und das Zweite, der Aufruf vom Papst Franziskus, manche haben es schon gehört, manche noch nicht, dass auf der ganzen Welt um den Frieden gebetet wird. Ein Fast- und Bettag, morgen Samstag. Wir werden uns anschließen, und zwar auf die Weise, wenn die italienische Partnerpfarrgemeinde da ist, ist um 17 Uhr morgen beim Herrgottssitz eine Andacht geplant. Die werden wir als Friedensandacht halten. Da sind alle herzlich dazu eingeladen. Und am Abend wird die Kirche offen sein von 19 Uhr bis 22 Uhr, wie Papst Franziskus am Petersplatz betet mit den Gläubigen, so können wir hier in der stillen Anbetung verweilen. Wenn ihr eine halbe Stunde Zeit nehmt dafür, jeder zu der Zeit, wo es ihm möglich ist. Jetzt nehmen wir uns mit das neue Gewand und den neuen Wein. Die Menschen sollen sehen, welche Gewand wir anlegen, wenn wir in die Kirche gehen. Sie sollen sehen, welchen guten Trank wir verkostet haben und den wir auch austeilen wollen. Wenn wir die Liebe leben, dann sind wir neu. Der Herr sei mit euch. Segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.